In diesem Beitrag möchte ich zeigen, wie aus dem analogen Unterrichtsmaterial des Carlsen Verlages Ideen für den Unterricht Klasse 5 und 6 zum Thema Beschützer der Diebe digitales und interaktives Material werden kann. Dies gelingt hier mit dem Werkzeug Image Pairing von H5P. H5P ist eine freie und quelloffene Software zum Erstellen von interaktiven Lerninhalten für das Web. Bitte loggen Sie sich dazu bei der Mediathek des IQSH ein unter SH-EduPool und greifen Sie dort auf H5P zu. Ich bin eingeloggt unter Instant WordPress und greife hier auf das identische H5P zu. Zur besseren Anschauung und zur eigenen Erprobung habe ich schon einmal ein Puzzle fertiggestellt. Links sieht man die Kopiervorlage für ein Arbeitsblatt, rechts das digitale Ergebnis. In der Anwendung sieht man auch direkt den Unterschied in Anschauung und Qualität bis hin zum Vorteil des selbstständigen Arbeitens und Überprüfens durch die Schülerinnen und Schüler. In der Anwendung klicken die Lernenden einfach ein Bild an und ziehen es zu dem ihrer Meinung nach passenden Gegenstück. Ich mache das jetzt der Einfachheit halber ganz wahllos. Anschließend prüfe ich und sehe, 4 von 7 sind richtig. Ich kann es erneut versuchen. Ich kann mir aber auch die Lösung anzeigen lassen. Im Folgenden zeige ich nun, wie diese Aufgabe digital erstellt werden kann. Man geht unter H5P Inhalte unter Erstellen und findet dann auf der ersten Seite alle Werkzeuge, die es unter H5P gibt. Da ich als letztes Image Pairing benutzt habe, steht es ganz oben. Ich klicke auf Details, kann mir hier anschauen, worum es geht und gegebenenfalls auch ein Inhaltsdemo ansehen. Wenn ich es dann verwenden möchte, klicke ich hier auf Benutzen und finde die erste Seite. Als erstes gebe ich den Titel ein und übernehme hier einfach den Titel des Arbeitsblattes Sehenswürdigkeiten Berlins. Als nächstes formuliere ich die Aufgabe für die Schülerinnen und Schüler. Ich entscheide mich für, welche Bilder gehören zusammen. Genauso denkbar wäre es natürlich, die Aufgabe des Arbeitsblattes zu übernehmen. Dann möchte ich die Medien hinzufügen, welches hier unter Cards erfolgt. Dabei muss sich beachtet werden, dass Image Pairing nur auf Bilddateien zugreifen kann. Das bedeutet, alle Inhalte, hier Fotos und auch die verschriftlichen Lösungen, müssen als Bilddatei angelegt werden. Dazu kann ich einfach ein Schneide- bzw. Fotografiewerkzeug meines Computers nehmen und wähle den Teil der Vorlage aus, welchen ich hier verwenden möchte. Die Speicherung erfolgt automatisch, entsprechend meiner Einstellung am PC bezüglich Screenshots. Anschließend klicke ich auf Hinzufügen, um das soeben erstellte Bild anzuwählen und damit hochzuladen. Das habe ich im Vorwege aus zeitlichen Gründen schon vollständig getan. Aus Anschauungs- und Qualitätsgründen habe ich mich hier jedoch entschieden, aktuelle Fotos aus dem Internet zu verwenden. Dabei sind die Urheberrechte zu berücksichtigen. Unter dem Bild kann ich den Urheber angeben, sofern ich mir nicht sicher bin, dass es sich um CC0 lizenziertes Bildmaterial handelt, deren Verwendung frei wäre. Hier werde ich aufgefordert, Titel, Autor, Erscheinungsjahr und Link zur Quelle einzutragen. Am Beispiel des Bildes vom Gendarmenmarkt, welches ich bei Wikipedia gefunden habe, möchte ich nun zeigen, wo man Informationen zum Urheberrecht findet und einträgt. Mit einem Doppelklick auf das Bild bei Wikipedia, welches ich hier rechts geöffnet habe, öffnet sich ein weiteres Fenster mit den Angaben zum Urheberrecht des Bildes. Hier finde ich die Angaben zum Urheber, Namen, Datum der Aufnahme und die Bedingungen des Urhebers, zu denen ich das Bild verwenden kann. In diesem Fall verlangt der Urheber Namensnennung und Setzen eines Links. Entsprechend den Vorgaben übertrage ich die erforderlichen Angaben. Den Link kann ich mir aus der Teilungsoption direkt beim Bild in Wikipedia herauskopieren und einfügen. Bei Lizenz gebe ich Attribution, also Zuteilung, an. Auch die Angabe zur Version der Lizenz finde ich bei den Urheberdetails und kann sie entsprechend übernehmen. Damit ist dem Urheberrecht Genüge getan. Nun ergänze ich noch die Bildbeschriftung und anschließend kommt das Bild passend dazu, welches die Lösung darstellt. Das Bild habe ich zuvor aus dem Schreibprogramm heraus mit Screenshot wie oben gezeigt erstellt. Nun gilt es noch einzurichten, welche Möglichkeiten die Lernenden nach Beendigung des Spieles haben sollen. Mit Hinzufügen der Button erhalte ich die Möglichkeit, Check, Retry und Show Solution zu beschriften. In diesem Fall übersetze ich nur. Die Option eines Feedback-Textes lasse ich hier aus. Zur Fertigstellung oder um das erste Zwischenergebnis zu betrachten, drücke ich auf Erstellen. Nun kann ich die Bilder zueinander führen und prüfen.
Mit einer beliebigen Zahl von weiteren Bildern fährt man bis zum gewünschten Umfang gleichsam fort. Zur Bereitstellung der Aufgabe für die Schülerinnen und Schüler findet man ein anderes Erklärvideo.